Also, Lorenzo Cabot ist wie... Also... Oh, Moment. Nett. Ha, 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 gut. Das hätte ich fast übersehen. Die Zigaretten nehmen wir natürlich mit. Ah ja, ich kann jetzt alles mitnehmen, aber das Bett gehört immer noch nicht mir. Büro... Bürotür, okay. War ich hier schon drin? Ich bin mir gerade nicht so... Da liegt doch irgendwas. Ein Staub. Na toll. Ich mache die Tür auf für einen Staubwedel. Ich glaube, wir können wieder runtergehen, oder? Ja, guck nicht so. Ich gehe ja wieder runter. Ich kann nicht runter, du stehst mir im Weg. So. Was ist los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie wird von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Ich habe Imogen gefunden. Es geht dir gut. Oh, ja. Gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren. Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos sein? Ich frag mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Was genau bewirkt das Serum? Du solltest mehr erfahren. Der Hauptvorteil des Serums ist, das Altern aufzuhalten. Meine Familie und ich sind über 400 Jahre alt. Aber es hat auch andere Nebenwirkungen. Besonders unverdünnt, so wie es die Raider gestohlen haben. Es erhöht die Stärke und Widerstandskraft gegen körperlichen Schaden. Dann sind zumindest einige der Raider viel gefährlicher als diejenigen, mit denen ihr es sonst zu tun habt. Ich will alles wissen. Wenn du 400 Jahre alt bist, dann bist du ja vor dem großen Krieg geboren. Ja, ich denke du auch. So in der Mitte des 21. Jahrhunderts. Wie kommst du darauf? Sprachmuster, allgemeines Verhalten, physische Gesundheit. Du erinnerst mich an die alten Zeiten, seit wir uns begegnet sind. Ich weiß aber bis jetzt nicht genau, warum eigentlich. Gibt es sonst noch was, bevor wir aufbrechen? Woher habt ihr das Serum? Mein Vater, Lorenzo Cabot, ist in Parsons eingesperrt. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein Artefakt bei einer archäologischen Ausgrabung in Arabien gefunden hatte. Er verfügte über verschiedene scheinbar paranormale Kräfte, wurde aber auch irrational und gewalttätig. Am Ende musste ich ihn einsperren, zu seiner eigenen und zu unserer Sicherheit. Jack, bist du sicher, dass er das alles erfahren sollte? Bei meinem Versuch, ihn zu heilen, habe ich entdeckt, dass das Artefakt Anomalien in seinem Blut hinterlassen hatte. Die Quelle seines Wahnsinns ist auch die Grundlage für die Behandlung, die unser Leben verlängert hat. Die Ironie des Schicksals. Aber wenn er aus Parsons flieht, würde ich meinen Vater für immer verlieren. Das lasse ich nicht zu. Ganz zu schweigen davon, dass er durch das Artefakt paranoid und sehr gefährlich ist und über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Welche Fähigkeiten hat er denn? Größere Stärke, außergewöhnliche Widerstandskraft gegen fast alle körperlichen Schäden. Oh, und eine Art lokale Telekinese, die vom Artefakt scheinbar selbst projiziert wird. Deshalb habe ich ein Dämpfungsfeld in seine Zelle eingebaut. Wir müssen die Eindringlinge aufhalten, bevor sie es ausschalten. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Okay. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Sei vorsichtig und tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausbricht. Lass es nicht. Oh Gott, ich ahne irgendwie Böses. Wo geht's denn hier noch lang? Ich werde natürlich überall nochmal gucken. Jetzt muss ich aber wirklich los. Ah, okay, also der will direkt mit uns los. Ich will hier aber nochmal im Keller gucken, weil ich glaube, hier waren noch ein paar Sachen eigentlich, die ich gesehen hatte, die ich dann halt nicht mitnehmen wollte, weil genau so eine Ah. So, siehst du?
Die Mini-Atombombe nehmen wir natürlich auch noch mit. Den Dinnerteller, der ist unglaublich wichtig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Den Fatman nehmen wir auch einfach mit. Das Poster hätte ich gerne. Würde ich mir hier glatt sogar so hinhängen. Sauberer grauer Anzug. Klar, immer her damit. So, hier waren, glaube ich, keine tollen Sachen, oder? Ich hatte mich ja vorhin schon mal umgeguckt. Nicht verrostete Blechdose. Naja, gut. Ich glaube, die bringt nichts. Gab es hier noch irgendwas? Eis, Eimer. Jede Menge Wasser auf jeden Fall. Ah, was der hier an Essen hat. Und alles gut erhalten. Naja, dann ist das jetzt alles meins, würde ich sagen. Der braucht das ja nicht. Ich frage mich übrigens die ganze Zeit, da habe ich noch gar nicht geguckt. Okay, nee, wir haben einfach tatsächlich nicht so viel dabei. Das ist alles so neu hier. Naja, gut, wir gehen dem mal hinterher. Ich glaube, der wartet auf uns. Der meinte ja, wir sollen uns auch vorbereiten. Können wir hier noch irgendwas? Nee, ich glaube, hier nehmen wir nichts. Oh, jetzt könnte ich natürlich hier die ganzen Billardkugeln mitnehmen. Ist auch interessant, wie das jetzt überhaupt nicht mehr juckt hier, dass ich hier irgendwelche Sachen von denen einstecke. So, aber jetzt geht's erstmal zurück zu Parsons State. Jetzt können wir ja Gott sei Dank schnell reisen. Das heißt, ich muss nicht mehr an irgendwelchen Supermutanten oder sowas vorbei. Wobei ich die Vermutung habe, dass sein Vater noch viel, viel schlimmer sein wird als irgendwelche Supermutanten oder Aggressotrons oder sowas. Wenn wir hier schon Fatman an der Stelle kriegen. Eine steht fest. Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass Lorenzo aus Parsons befreit wird. Ich würde meinen Vater für immer verlieren. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt mit dir bis nach Parsons laufe? Ich versucht habe, ihn zu heilen. Moment. Wir speichern mal kurz. Ich, ganz ehrlich, ich habe keine Lust. Also, bis da hochlaufe ich bestimmt nicht. Ich hoffe, der kommt jetzt mit. Ich bin gespannt, aber ich denke. Okay, ich habe anscheinend falsch. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Alter, habe ich echt falsch gedacht und... Wo ist der Hans? Ach so, Gott sei Dank. Aber leider nicht gut genug. Wir müssen zu meinem Büro. Dort können wir sehen, wie schlimm die Lage wirklich ist. Okay, bleib bei mir, folge meinen Anweisungen, dann dürfte alles gut gehen. Aha. Ich glaube da noch nicht so ganz dran. Aber okay. Ab in den Verwaltungstrakt. Hä? Was? Achso, hier sind überall noch Leichen. Gelber Pilotenhelm. Hatte ich ja schon. Tja. Die Tür ist blockiert. Können wir die nicht einfach ein... Von der anderen Seite festgekettet. Geht nur mit einem Schlüssel auf. Oh, warum macht er das nicht auf? Oh, der geht aber gut ab. Kann ich die nicht als Begleiter haben? Ich meine, mit 400 Jahren Kampferfahrung
Moment, was? Chinesisches Offiziersschwert? Na, das packe ich, glaube ich, ein. Was hat die denn da am Bein? Ist das das Ding? Ah, okay. Sie sah nämlich interessant aus, fand ich. Kann man ja mal einpacken. Hier muss ich mich... Ich hoffe, der Cabot ist jetzt nicht irgendwie in Eile, weil ich muss mich ja wie immer erstmal umgucken. Ja, hier ist aber... Leider ist hier gar nichts. Schade, schade. Nee, doppelläufige Strohflinte brauche ich, glaube ich, nicht. Cool. Ich liebe diese Easter Eggs. Ja, komm halt mit. Wir gehen ja auch schon längst weiter, du Hansel. Zuckerbomben. Hat der gerade echt gesagt, mehr hast du nicht drauf? Ich sollte mal, glaube ich, in der Hektik hier mal ganz kurz was essen. Ich bräuchte irgendwas, was... Blamco Mac and Cheese? Die muss ich, glaube ich, irgendwann mal wegschmeißen. Also, keine Ahnung, die kann ich doch nicht so nehmen. Buffjet? Nee. Wir nehmen jetzt hier keine... Camps, dann sind wir nämlich gleich wieder abhängig. So. Wir teilen das alles, nicht wahr? Ja, das teilen wir alles. Alles. Wird alles geteilt. Also, falls der euch fragt, wir teilen das alles. Ganz, ganz sicher. Geschafft. Dafür habe ich dieses Schloss geknackt. Hier ist ja gar nichts drin. Ah doch. Aha, der Safe. Nee, die Pistole brauchen wir nicht. Die kann ja ruhig da drinnen bleiben. Ein Stift. Müssen wir jetzt echt hier durch das halbe Haus... Ich frage mich, was man aus Zahnpasta eigentlich rauskriegt hier. Wieder viel zu viel Zeug. Hat eine schicke Armbanduhr da auch nicht? Oh. Wieso machen sich... Okay. Ich sag nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, warum machen die sich immer alle über uns lustig? Wir machen das aber genauso über die, also von daher. Ja. Ist hier irgendwas... Nein. Da doch, da sind Haarklammern. Nein. Ach, verdammt. Klebeband können wir natürlich mitnehmen. Schlosshammer brauchen wir, glaube ich, nicht. Hä? Hier sind doch schon alle tot. Achso, okay, aber hier ist die Tür, also waren wir doch noch nicht hier. Die Kette machen wir mal weg und dann... Ja, den hat's irgendwie schon erledigt anscheinend. Wie schlimm bist du verletzt? Noch bin ich nicht tot, aber ich kann nicht aufstehen. Konntest du verhindern, dass sie den Aufzug benutzen? Ja, ich habe den Aufzug in den Keller geschickt und abgeschaltet, wie du gesagt hast. Gut. Ich habe eine... Perfekt. Ah, wir haben ein Charisma, sehr cool. Durchsiebt, bevor sie mich zurückgelassen haben. Hab schon länger niemanden gesehen, denke ich.
Es wäre nicht das Zeitgefühl zu verlieren. Kannst du wirklich nicht aufstehen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, Jeb, da bin ich mir verdammt sicher. Mit Passwort. Mach dir keine Sorgen. Dann müssen wir uns eben hier alleine drum kümmern. Sie sind definitiv in den Keller vorgedrungen. Aber ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ist jetzt aber auch egal. Wir müssen durch den verlassenen Teil des Gebäudes. Sieht aus, als würde das Abramelin-Feld noch funktionieren. Was? Obwohl mehrere Sicherheitstüren im Keller bereits aufgebrochen wurden. Wir sollten uns beeilen, wenn wir sie aufhalten wollen. Sie scheinen unbedingt zu Lorenzo vordringen. Ja, dann mach doch hinne. Mach da die Tür auf und dann können wir weiter. Oder wir lesen erstmal, was es hier so schön ist. Es gibt Hochsicherheitsverwahrungsanlage, Systemstatus. Inaktiv. Manueller Neustart erforderlich. Okay, wir können den Aufzug so nicht hochfahren. Das Abramelin-Feld ist grün. Sicherheitstüren, Warnung. Warnung, Warnung, gesichert. Alle Systeme normal. Okay, ich glaube, ich kann die hier, glaube ich, nicht aufmachen. Ja, ich kann, das ist wirklich nur Status. Hier kann ich nichts aufmachen. Dann gucken wir natürlich noch in den Patientenakten. Oh Gott, das sind wieder viele. Das gibt wieder vertraulich Freigabe. Cabot Lorenzo, unbegrenzt Hochsicherheitseinrichtung. Patient wurde gegen seinen Willen zur unbegrenzten Verwahrung in die Hochsicherheitsrichtung eingewiesen. Einrichtung eingewiesen. Die Behandlung untersteht direkt Bezirksdirektor Cabot. Ohne ausdrückliche Anweisung durch den Bezirksdirektor Cabot ist der Kontakt mit dem Patienten untersagt. Okay, also das ist schon mal sein Vater. Was ist denn mit den anderen? De Soto Antonio. Patient wurde nach Sondervereinbarung mit der Familie. Okay, auf rechtliche Beratung wurde verzichtet. Okay, ich glaube, wir brauchen hier gar nicht weiterlesen. Das dunkle Geheimnis der Cabots. Ich gehe keinen Schritt weiter, bis du mir nicht sagst, was hier los ist. Ich denke, du solltest es wissen. Es ist schwer zu sagen, wie gefährlich Lorenzo durch das Artefakt geworden ist. Er ist nicht nur gemeingefährlich und geisteskrank, sondern verfügt über größere Stärke und ist gegen die meisten Arten körperlichen Schadens unempfindlich. Außerdem beherrscht er eine Art lokale Telekinese, die durch Erzähl mir was Neues. Hervorgerufen wird. Wir müssen jetzt in den Keller, bevor die Eindringlinge einen Weg finden, Lorenzo zu befreien. Ja, Aufzug. Oh, achso, der ist außer Betrieb, na gut. Na, Gott sei Dank kennt sich Mr. Lorenzo, Mr. Dingens hier ja hoffentlich aus. Hier war doch noch eine Tür. Dafür haben wir keine Zeit. Wir verlieren Leute. Der hat so ein Ding. Oh, der hat so ein Ding. Das will ich haben. Ich sehe das. Der hat das an. Alter, der geht ja ganz schön ab hier, der Doc. Ich bin die ganze Zeit so unvorsichtig. Ich glaube, eigentlich wollte auch der Doc woanders mit uns lang gehen. Ja, du erledigst hier gar nichts, du komischer Fuzzi. Also der ist echt komisch, der... Die Tür zu. Ja, irgendwer erledigt hier was, aber nicht das, was er soll, so wie es sich anhört.